Das Sonnendorf Theisten thront auf dem gleichnamigen Hochplateau im oberen Pustertal und ist auch deshalb als Wohnort beliebt. Für die Nahversorgung ist seit nunmehr 15 Jahren Daniel Eckers Familie zuständig, welche aus St. Georgen bei Bruneck stammt und in beiden Ortschaften einen Gemischtwarenladen führt. Gäbe es diesen nicht, würde dies für die Theistner den Gang bzw. die Fahrt nach Welsberg bedeuten. Ich bin jetzt eben seit 2009 hier in Theisten das Geschäft gebracht. Und mir kommt schon viel, dass die Leute das schätzen, dass man bei uns haben. Sie wissen genau, wenn sie es in der Früh bestellen, dann kriegen sie auf Nacht das richtige Fleisch eventuell. Wenn sie sich so gewisse Sachen brauchen, dann besorgen wir das. Und nachdem wir in St. Georgen Sitz haben und jeden Tag auch erfahren, haben wir jeden Tag die Möglichkeiten, Sachen noch mit Dauer zu bringen oder auch mit Dachen zu bringen, je nachdem. Und dann probieren wir schon in den Leuten so viel wie möglich so einfach zu bieten, damit sie wirklich im Dorf bleiben können. Nur einen Katzensprung weiter, unten im Talboden, hat der Gemeindehauptort Welsberg in den vergangenen Jahrzehnten eine deutliche Entwicklung hin zum modernen Dorf durchgemacht. Wer heute hier lebt, ist rundum versorgt und bräuchte im Grunde kaum, aus dem Dorf hinauszugehen. Wir können jetzt glücklich schätzen, dass wir wirklich einen riesengroßen Branchenmix haben. Wir haben fast jeder Sparte, wenn wir jetzt fast anwecken. Es waren noch kleine stationären Handel praktisch, was dann Nischenprodukte sein, aber im Großen und Ganzen für ein Dorf wie Welsberg haben wir sehr einen guten Branchenmix, wirklich. Und das mir gibt vier, es werden auch mehr wieder Anfragen gemacht, es ist also in Steigen. Die Marktgemeinde Welsberg-Theisten zählt heute knapp 3000 Einwohner und ist besonders in den letzten 10 Jahren auch touristisch entdeckt worden. Zum einen sind das mittelalterliche Schloss Welsberg und der bekannte Barockmaler Paul Troger als einer der prominenten Söhne des Ortes weitum bekannt. Zum anderen ist eine nahegelegene Idylle zum internationalen Hotspot geworden und bringt alljährlich auch ein internationales Publikum nach Welsberg mit positiven Auswirkungen auf die Wirtschaft. Vor 15 Jahren, würde ich sagen, haben wir die Saison von Mitte Juli bis Ende August gehabt. Und jetzt durch den Baxer Wildsee, durch die Entwicklung mit dem Film und mit dem Terence Hill, haben wir jetzt die Saison, zieht sich jetzt eigentlich schon vom Mai bis Ende Oktober. Und das ermöglicht uns jetzt natürlich etwas, dass wir uns auch ein bisschen verändern können. Das Dorfcafé in Welsberg wurde kürzlich rundum erneuert und ist fast zu einem Concept-Store geworden, da der angrenzende Blumenladen direkt verbunden ist und durch die Anwesenheit einer Bäckerei noch einmal aufgewertet wird. Hier kommen viele Einheimische vorbei, genauso wie die Touristen, die vielfach auch mit dem Rad unterwegs sind. Welsberg-Theisten liegt nämlich am Pustertaler Radweg, welcher von Tausenden von Radtouristen befahren wird. Die Gemeinde hat kürzlich Radspuren durchs Dorf gezogen, damit die Radfahrer auch den Weg durch die Ortschaft finden und nicht nur vorbeifahren. Umgekehrt geschieht es hingegen mit dem Autoverkehr. Wir sind da ein Handels- und Verwaltungszentrum. Grundbuch, Katasteramt, Sprengel, Stützpunkt. Und dann haben wir hier viele Freiberufler, Ingenieure und so weiter und alle möglichen Dienstleistungen. Und das Interessante ist eben, dass wir am Schnittpunkt der beiden Täler Prax und Xiers uns befinden, genau zwischen Kronplatz und der ganzen Region Breitzinnen. Also strategisch ist es ein sehr interessanter Punkt, leicht erreichbar. Und für uns war einfach das wichtig, dass wir im Jahr 2000 die Umfahrungsstraße bekommen haben. Damals wurde Welsberg regelrecht von der Blechlawine überrollt. Wie auch in anderen Ortschaften Südtirols hat die Umfahrungsstraße das Leben total verändert. Wer jetzt hier mit dem Auto unterwegs ist, sucht größtenteils bewusst das Dorf und sein Angebot. Also die Qualität im Dorf steigt natürlich dadurch, dass der ganze Verkehr draußen vorbeifährt und im Dorf wirklich Lamade halten, die was wirklich im Dorf auch passieren will. Auf der Hauptstraße zirkulieren heute Fußgänger, Radfahrer und Autos gemeinsam. Mischverkehr nennt man das und stellt ein modernes Konzept des Zusammenlebens dar. Hier braucht es zunächst eine politische Vision, die dann zur Lebensgewohnheit wird. Und es profitieren alle davon. Ich glaube, diese Mobilitätsform, dass einmal ein Platz ist für den Fußgänger, für den Radfahrer und für das Auto und sie gemischt interagieren, sorgt für Sicherheit, weil die Autofahrer langsamer fahren, weil alle auf alle anderen Rücksicht nehmen müssen. Und es ist vor allem ein Zeichen des Lebens im Zentrum drinnen.
Neben dem beruhigten Dorfkern und der Umfahrungsstraße liegt Welsberg-Theisten auch direkt an der Pustertaler Bahnlinie, wobei der Bahnhof in nur wenigen Minuten zu Fuß vom Ortszentrum aus erreichbar ist. Das bedeutet, im Winter direkt an den Skigebieten Kronplatz und Dreizinnen angebunden zu sein, im Sommer nachhaltige Mobilität für Einheimische und Gäste. Das begünstigt auch die zahlreichen Events, die während des Jahres in Welsberg und Theisten stattfinden, bei denen die Kaufmann- und Frauschaft kräftig mitmischt. Involviert sind wir bei mehreren Events. Das größte Event vielleicht ist das Schokoladiensymposium, wo wir auch praktisch und meine Vorgänger waren da treibende Kraft, um das zu initiieren. Und es steht bis heute und wird allem zwischen Ende August und Anfang September angewickelt praktisch. Auch wieder heuer wird das gemacht werden. Und da ist der HDS fest dahinter, dass das bleibt, dass wir außen viele Leute anziehen. Es ist bei den kleinen Events an mir hier im Welschpark eine Initiativengruppe, was genaue Informationen, Events, Vorträge usw. organisiert und abwickelt, wobei wir auch allem vertreten sind und allem Mitspracherecht haben. Welsberg-Theisten ist auch der Bezugspunkt für die umliegenden Täler wie Xies und Prax, sowie auch für das weitere Einzugsgebiet im oberen Pustertal. Deshalb gibt es hier gar einige Traditionsbetriebe, die ein sehr breites Angebot an verschiedenen Warenklassen haben. So wie es früher war, aber am Puls der Zeit. Trotzdem ist auch Welsberg nicht vor den allgemeinen Problemen unserer Zeit gefeit. Die Wirtschaft hat mit Fachkräftemangel zu kämpfen und gute Mitarbeiter sind das größte Kapital eines Unternehmens. Das Problem haben wir natürlich, dass wir wenig Vollzeitkräfte haben. Wir müssen auch mit Teilzeitkräften arbeiten. Aber das lässt sich ja irgendwie mit einer guten Organisation auch irgendwie kompensieren. Wichtig ist, dass die Leute mit Begeisterung dabei sein und nicht nur Ware über den Ladentisch schieben, sondern wirklich die Leute bestens beraten. Hans Hellweger hat sein Geschäft von seinen Vorfahren übernommen und weitergebracht. Heute sind seine zwei Söhne dran, das Werk weiterzuentwickeln. Leerstände gäbe es in Welsberg kaum, heißt es. Die Kontinuität sei garantiert. Auch Daniel Ecker als Nahversorger von Theisten ist dieser Ansicht und spürt die Verantwortung, die er in dieser Funktion übernommen hat. Ich habe mir erst gesagt, Jürgen, jetzt umgebaut. Und ich habe schon den Sinn, in den nächsten 20, 30 Jahren, bis ich in Pension gehen muss, das weiterzumachen. Schon, weil mir das einfach, weil wir vier Kinder, das ist wichtig. Heute werden die Leute schon jung sein und dann Auto haben und weiterkommen. Aber irgendwann wird jeder älter und irgendwann ist einfach auf ein Geschäft im Dorf angewiesen, etwa ein Liter Milch zu kaufen und einfach mehr zu kaufen. Bei vielen Geld, das müssen wir ja leben. Welsberg-Theisten mit seinem städtisch-ländlichen Charakter und seinen 16 seit ewigen Zeiten rinnenden Brunnen ist auf dem Weg in die Zukunft, gelenkt von Menschen, die ihren Blick nach vorne gerichtet haben. Klare Ideen, gepaart mit örtlichen Besonderheiten und individuellen Einstellungen, sind die besten Zutaten, um diesen Weg zu meistern. Ich glaube, dass wir als Gemeinde, als Marktgemeinde, müssen schauen, auf unsere Stärken zu setzen. Das heißt, in Theisten, im ländlichen Raum aufzuwerten, Angebote schaffen, auch vor allem für Vereine, Begegnungsmöglichkeiten schaffen, auch einen Tourismus weiterhin so gut ausbauen, wie wir es gewähnt sein, mit einem ruhigen, sanften Tourismus, das nicht von Hotspots geprägt ist, sondern von einer Lebensqualität, auch für die einheimische Bevölkerung. Im Welschpark hingegen ist es wichtig, die Rahmenbedingungen bestmöglich so in die Zukunft weiterzubauen, dass vor allem die private Initiative gefördert wird und die Privaten gute Rahmenbedingungen haben, um weiterhin im Handel, in der Gastronomie, im Handwerk, in der Industrie, in den verschiedenen Dienstleistungsbereichen erfolgreich zu sein. In der Marktgemeinde Welsberg-Theisten sitzt man zusammen, Kaufleute, Gastwirte und Gemeindevertreter, und schmiedet gemeinsame Strategien, damit diese Zukunftsvisionen auch zeitnah verwirklicht werden.